Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Wir brauchen Zombiefleisch. Habe ich sonst immer nie mitgenommen. Doch wir werden es benötigen. Das heißt, wir müssen Zombies killen. Dafür müsste es mal Nacht werden. Jetzt brauchen wir mal die Nacht und jetzt haben wir keinen. Super. Genial. Na gut, dann können wir ja noch mal ein bisschen rumlaufen. Laufen einfach noch mal ein bisschen. Also wir hatten ja hier eine Wüste gefunden, was auch sehr praktisch war. Dann haben wir Feuer, was in die Luft uns hinseppen. Noch ein bisschen weiter hier erkunden. Das heißt, wir haben hier noch 4 Blumen. Vor allem die Enderaugen sehr wichtig. Und wir haben es jetzt nämlich gerade geschafft. Schnell abbauen. Und hier auch nochmal abbauen. Wow. Kann man nämlich auch sterben. Sehr einfach. Von diesen grünen Dingern mit. Ist auch interessant zu wissen, wie viel EP das hätte. Also brauchen wir gar nicht mehr so viel. Das heißt, wir können bald mal Autoreparatur oder sowas aufknallen, Autoschwert. Autoreparatur werden wir diese Steine benötigen. Bei den Werkzeugen mal natürlich Sinn, das darauf zu machen. Werkzeuge brauchen. Das ist der Hammer. Hat auch noch 2 übrig. Könnten wir den Hammer schon mal einmal Autoreparatur geben. Na, wir bauen einfach schon mal ein bisschen mehr hiervon ab. Stück dafür, für eine Kugel, wenn man das upgraden kann. Na, 36 wäre nochmal ganz schön. Mit. Und jetzt haben wir noch 36. Passt. Finden wir noch ein bisschen den magischen Wald hier. Was dahinter ist. Vielleicht wird es dann hier auch mal irgendwann Nacht. Ein Spinnennetz. Eine Falle drin. Sehr schön. Ehrenbusch geht sogar auch. Soll es eigentlich auch diese Lumen geben, wo dann das Quecksilber drin ist? Habe ich jetzt aber noch gar nicht gesehen. Finden wir mal eine. Die war es anscheinend nicht. Mitnehmen. Scannen wir nochmal. Also in dem Gummiholz. Und unter uns ist ein Bösewicht. Hat sich wieder mal selbst in der Luft gejagt. Für Großholz. Silberholz. Wir haben hier wieder eine Stadt. Stadt können wir mal reingucken.
Eingang schaffen. Leider auch noch keinen Bienenzüchter gefunden in einer Stadt. Können wir dem mal helfen? Gib uns Erfahrungsflaschen für einen Diamant. Das ist schön, aber kannst du auch mal. Dankeschön. Nein, hier ist nichts. Gerade ist zum Glück nicht böse auf uns. Wäre jetzt auch blöd gewesen. Sonst sehe ich auch nichts Berauschendes in dieser Stadt. Hier kamen wir hin. Hier haben wir was. Hier haben wir noch mal einen Kescher. Das ist schön. Und hier haben wir noch einen Kescher. Und Honigwarm, Poppels. Hier sind so einige Dinge drin. Was könnte ich denn mal hier lassen? Himbeeren, Apfel. Nehmen wir das noch mal mit. Leichpollen. Nehmen wir einfach mal mit. Und hier haben wir auch diese Dinger. Ich habe eigentlich gar keinen Platz. Hier sind nämlich gemeine Königin noch drin. Und Bienenkörbe. Was ich eigentlich sehr schön finde. Nur keinen Platz, um es mitzunehmen. Das kann ich mal hier lassen. Ich lasse mal den Kies hier, den Treibsand, die Glasscheiben und das Glas. Lassen wir hier die Eisenschaufel, die bald kaputt. Das Zuckerrohr kann ich jetzt mal eben, aber jetzt bin ich zwei frei. Das heißt, den hier schon mitnehme, habe ich nur einen frei. Kann man da nicht übereinander machen. Lasse ich noch den Stein hier. Jetzt muss ich noch eine Sache hier lassen. Das. Achso. Den Stein auch wieder mit. Sehr schön. Haben wir doch alles geklaut, was wir hier klauen wollten. Haben natürlich auch gar keinen Platz mit Zombiefleisch. Wir werden jetzt noch mal schnell nach Hause uns begeben. Wir wollen so viel besser kämpfen, wenn wir in unserer Hausnähe sind. Tun noch mal schnell diese ganzen Sachen hier rein. Die können wir irgendwann mal nutzen. Wenn wir dafür Zeit finden. Das ist mit so. Jetzt suchen wir uns Zombies.
Zombies. Unbedingt die Creeper. Die sind eigentlich ein wenig wahrscheinlich. Wir werden noch sterben, ich sehe schon kommen. Alter, also es ist auch im Mittel gar nicht mal so einfach geworden hier. Und hier war noch nicht mal. Gib mir dein Zombie-Fleisch. Na, ich hab bis jetzt auch gar kein Zombie-Fleisch gesehen. Was ist das? Bis jetzt haben wir noch nie Zombie-Fleisch bekommen, glaube ich. Mal gucken. Wir werden das weiter beobachten. Mal auf der Suche nach Zombie-Fleisch. Creeper gibt es 1000, ne? Zombies, ne? Gehirn haben sie immer. Aber kein Zombie-Fleisch. Wahrscheinlich vom Creeper verfolgt. So, und dabei, da ich ja so wenig Zombie-Fleisch nur bekomme, oder ja auch gar nichts, werde ich Fall jetzt noch mit euch ein bisschen weitermachen hier und dann mal Zombie-Fleisch farmen und das wird wahrscheinlich dauern. Es ist noch kein Zombie-Fleisch hier. Viele sind auf einmal. Und jetzt sind wir auch reingefallen. Das ist nicht wahr. Verrottetes Fleisch. Vielleicht soll das das Zombie-Fleisch sein. Dann ist es natürlich nicht so schwierig, wenn das das verrottete Fleisch ist. Dieses Zombie-Fleisch. Dann ist das kein Problem. Davon haben wir nämlich schon was viel gefunden. Das sah natürlich auf den Bildern, die ich da gesehen habe, anders aus. Aber wir haben auch jetzt noch das Texture Pack. Fällt mir dabei auch mal wieder ein. So, das heißt, ich habe ja eigentlich mittlerweile schon 13 verrottetes Fleisch. Könnte mir sogar ausreichen. Gehe ich jetzt mal wieder zurück. So ein Enderman wird uns umbringen jetzt. Mittlerweile, weil es auf Mittel.
Dafür haben wir zu wenig Rüstung an. Ja, ist klar, hinter mir explodiert wieder alles. Das ist ein T-Kopf. So. Und in der nächsten Folge werden wir dann das Zombie-Fleisch nochmal benutzen. Und hier haben wir den verrottetes Fleisch. Ich hab's nur nach einem anderen Bild gesucht. Naja, das reicht auf jeden Fall für unsere Zwecke aus. Haben wir auch noch gar nicht gescannt. Das werden wir in der nächsten Folge auch tun. Und dann sage ich wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.